All diese Fragen mussten sich unsere Vorfahren, die Urmenschen, jeden Tag aufs Neue stellen. Und damit zunächst einmal herzlich willkommen zu dieser Videodokumentation zum Thema Urmensch und Neandertaler. Wenn man sich nun die Frage stellt, wie der Mensch überhaupt auf die Erde kam, so gibt es hier zwei unterschiedliche Versionen. Die eine ist die religiöse Version, nach der Gott den Menschen erschaffen hat. Und die andere ist die sogenannte Evolutionstheorie, nach der sich der Mensch im Laufe von Jahrtausenden zu dem entwickelt hat, was er heute ist. In diesem Video nun wollen wir uns mit der Evolutionstheorie beschäftigen. Als Urheber der Evolutionstheorie gilt der britische Naturforscher Charles Darwin, der im 19. Jahrhundert lebte. Darwins Theorie besagt, dass sich alles Leben im Laufe von Jahrhunderten und von Jahrtausenden kontinuierlich verändert. Danach entwickelte sich auch der Mensch im Laufe der vielen Jahrtausende zu dem, was er heute ist. Darwin erntete für diese Ansicht natürlich damals wie auch heute noch große Kritik. Zum einen sagen Wissenschaftler, dass das noch nicht alles bewiesen sei und Anhänger der kirchlichen Ansicht, der religiösen sozusagen, meinen natürlich, dass das sowieso alles nicht stimmt und Gott den Menschen, die Tiere und auch die Pflanzen erschaffen hat. Die Wissenschaft kann nur durch bestimmte Funde sich ein Bild davon machen, wie das Leben auf der Erde vor 10, 20 oder 30.000 Jahren aussah. Diese Funde sind meistens Fossilien, die in mühsamer Arbeit überall auf der Welt ausgegraben werden müssen. Am wichtigsten hierbei sind die sogenannten DNA, also die Erbinformationen, die sich heute noch in gefundenen Knochenteilen finden lassen. Die Wissenschaft ist mittlerweile in der Lage, mit Hilfe dieser DNA-Informationen ein ziemlich genaues Bild von dem zu machen, wie das Tier oder der Mensch seinerzeit ausgesehen haben muss. Zu den ältesten bisher gefundenen Gattungen zählt der Australopithecus. Er lebte im Pliozän, also vor 4 bis 2 Millionen Jahren. Seinen Namen hat er übrigens nicht von Australien, wie man meinen könnte. Er setzt sich aus dem lateinischen Australis und dem griechischen Pithecos zusammen. Gefunden wurde er im südafrikanischen Taung. Aus Ostafrika stammt der Homo habilis. Er lebte vom oberen Pliozän bis zum Pleistozän, also vor 2,5 bis 1,4 Millionen Jahren. Somit existierte er für fast 400.000 Jahren gleichzeitig mit seinem Nachfahren, dem Homo erectus. Der Homo erectus lebte im Pleistozän, also im Zeitraum von vor 1,8 bis vor 40.000 Jahren. Dann kam der Homo neanderthalensis auf. Er lebte im Pleistozän, also in der Zeit vor 130.000 bis 30.000 Jahren. Seinen Namen hat er wegen seines Fundortes erhalten, dem Neandertal nahe Düsseldorf. Doch nun nochmal alles in aller Ruhe. Die Arten des Australopithecus werden innerhalb der Entwicklungslinie der echten Menschen zur Gruppe der Australopithecina gerechnet. Sie verfügten bereits über den aufrechten Gang. Das Gehirnvolumen entspricht mit etwa 400 bis 500 Kubikzentimetern dem eines Schimpansen. Ihre Körpergröße lag zwischen 1,30 Meter und 1,60 Meter. Homo habilis ist die erstmals 1964 beschriebene Art der Hominiden. Er lebte etwa vor 2,2 Millionen bis 1,6 Millionen Jahren. Wegen seiner größeren Hirnschädelkapazität, des mehr gerundeten Hirnschädels und der stärker gewölbten Stirn
sowie der etwas größeren Front- und weniger entwickelten Seitenzähne wird der Homo habilis trotz der den Menschenaffen ähnlichen Proportionen der Gattung Homo zugeordnet. Der Homo erectus lebte vor etwa 1,85 Millionen Jahren bis vor ca. 40.000 Jahren. Entsprechende Fossilienfunde gibt es aus Algerien, der Türkei und Marokko. Der Homo erectus war die erste Art, die sich weit über Afrika hinaus verbreitete. Bereits vor 1,77 Millionen Jahren ist der Homo erectus in Georgien nachgewiesen. Neueste Datierungen machen es sogar wahrscheinlich, dass auch Funde von Java 1,8 Millionen Jahre alt sind. Der Neandertaler ist eine der bekanntesten Arten. Als Merkmale des Neandertalers gelten die gedrungene, aber sehr kräftige Gestalt mit massiven Gliedmaßen, ein Hirnschädelvolumen zwischen 1250 und 1750 Kubikzentimetern, der lange und breite Hirnschädel mit flacher Stirn, wulstiger Vorwölbung am Hinterhaupt, ausgeprägter durchgehender Überaugenwulst, großen runden Augenhöhlen, vorragenden Kiefern, recht großen kräftigen Schneidezähnen und einem etwas fliehendem, aber spitzem Kinn. Obwohl bis heute fossile Knochenreste von über 300 Exemplaren im Zeitraum zwischen etwa 400.000 und 28.000 Jahren bekannt sind, ist die verwandtschaftliche Stellung zum heutigen Homo sapiens sapiens weiterhin recht umstritten. Belegt ist heute, dass der Neandertaler im vorderen Orient und in Europa über 10.000 Jahre lang zusammen mit dem Menschen gelebt hat, bevor er ausstarb. Der Homo sapiens sapiens stammte aus Afrika und begann vor 150.000 Jahren, sich dort weiter auszubreiten. Vor 120.000 Jahren begann er, über den Jemen nach Asien und Europa einzuwandern. Persien erreichte er vor 100.000 und Australien vor 60.000 Jahren. Nach Europa kam er vor 40.000 Jahren und vor 20.000 erreichte er Amerika, da die Beringstraße während der Eiszeit zugefroren war. Hier siedelte er sich erst im Süden und nach Ende der Eiszeit im Norden an. Er trug Kleidung, hatte eine hohe Stirn und besaß bereits das Wissen um den eigenen Tod. Außerdem hatte er erstmals Vorstellungen seiner Umwelt und plante im Voraus. Dies ist allerdings nur Spekulation. Zum Ende der Kälteperiode gab es ihn so oft wie heute den Gorilla. Somit lebten vor 27.000 Jahren in Europa auf 100 Quadratkilometer ein Homo sapiens sapiens. Rund 250.000 Jahre lebten die Neandertaler in Europa. Sie liefen jedoch nicht mit gebückter Haltung und mit schwingender Keule herum, wie es häufig angenommen wird. Ganz im Gegenteil, der Neandertaler war seinerzeit schon weit voraus. Mit ausgefeilten Jagdtechniken und sozialer Fürsorge für ihre Artgenossen lebten die Neandertaler in kleinen Gruppen zusammen. Sie passten sich geschickt an die rauen Lebensbedingungen der Eiszeit an und sicherten so ihr Überleben. Jemanden als Neandertaler zu beschimpfen, wenn er besonders dumpf wirkt, das ist in jeder Hinsicht völlig falsch. Vor gut 30.000 Jahren verliert sich die Spur der Neandertaler.
Dass es sie überhaupt gab, kam nur durch einen Zufall heraus. So wurde vor 150 Jahren bei Ausgrabungen im Neandertal nahe Düsseldorf ein Schädel gefunden. Dieser entpuppte sich dann als den Schädel eines Neandertalers. Und seitdem rätseln die Wissenschaftler, ob dieser Neandertaler unser Vorfahr ist oder doch nur ein entfernter Verwandter. Im Sommer 1856 fanden Steinbrucharbeiter im Neandertal die Skelettreste eines fossilen Menschen, der zu Weltruhm gelangte. Früher war das Neandertal eine wilde, etwa 50 Meter tiefe, enge Schlucht. Seit dem 18. Jahrhundert tauchte sie unter der Bezeichnung Hundsklipp regelmäßig in Reiseberichten auf. Seinen Namen trägt sie von Joachim Neander. Ursprünglich hieß er Joachim Neumann, doch sein Vater hatte den Nachnamen, wie es damals Mode war, ins Griechische übertragen. In seinem Leben machte Joachim Neander unter anderem Station in Düsseldorf, wo er Rektor der Lateinschule der reformierten Gemeinde war. In dieser Zeit hat er auch das Neandertal aufgesucht, um sich zu einigen seiner berühmten Kirchenlieder inspirieren zu lassen. Erst mit der Zerstörung der Felsen durch den Kalkabbau gelangten die Fossilien 1856 an das Licht der Öffentlichkeit und begründeten den weltweiten Ruhm des Ortes. Die Funde wurden zunächst achtlos weggeworfen. Als jedoch ein Teil einer Schädelkalotte aufgefunden wurde, zogen der Eigentümer des Steinbruchs Pieper und Mitbesitzer Beckershoff, die Bärenknochen vermuteten, den Lehrer und Naturforscher Johann Karl Fuhlrott aus Elberfeld zu Rate. Dieser erkannte die Knochenreste als Teile eines Skeletts eines Urzeitmenschen. Auch der von Fuhlrott hinzugezogene Bonner Anthropologe Hermann Schaffhausen ging von einem Urzeitmenschen aus, wollte aber Fuhlrotts These von einem eiszeitlichen Wesen anfangs gar nicht zustimmen. Erstmals wurde der Fund 1857 von Fuhlrott und Schaffhausen auf der Generalversammlung des Naturhistorischen Vereins der preußischen Rheinlande präsentiert. Fuhlrotts Interpretation wurde jedoch zu seinen Lebzeiten von der Fachwelt nicht anerkannt, ja sogar vehement bestritten oder gar ins Lächerliche gezogen. Gerade vor dem Hintergrund der neu aufkommenden Evolutionstheorie entflammten starke Kontroversen. Die Neandertaler waren weitaus entwickelter, als bisher angenommen wurde. Sie machten Feuer und waren geschickte Großwildjäger. Mammuts, Wollnashörner und Rentiere gehörten stets zu ihrer Beute. Der früher zumeist als Homo sapiens neandertalensis und damit als Unterart des Homo sapiens, heute aber in der Regel als eigene Spezies Homo neandertalensis eingestufte Neandertaler, unterschied sich vom Menschen der Jetztzeit durch eine flache Stirn, stark ausgeprägte Überaugenwülste und ein fliehendes Kinn. Ein weiterer bedeutender Unterschied bestand in der Anatomie der Hand. Während der Neandertaler sehr muskulöse Hände besaß, sind die Hände des Jetztmenschen besser an das geschickte Führen von Werkzeug angepasst. Bereits die morphologischen Unterschiede rechtfertigen es, Neandertaler und Jetztmensch als getrennte Arten zu betrachten. Auch die sehr frühe Individualreifung des Neandertalers stützt diese Auffassung.
So waren beispielsweise 15-Jährige einer Analyse des Zahnschmelzes zufolge bereits ausgewachsen. Zudem gibt es im Erbgut keine Hinweise darauf, dass Neandertaler und jetzt Mensch gemeinsame Nachkommen zeugten. Die ersten Neandertaler traten in der letzten Zwischeneiszeit vor etwa 130.000 Jahren auf. Während dieser etwa 10.000 Jahre dauernden Warmzeit war das Klima in Deutschland wärmer und feuchter als heute. Große und ausladende Laubwälder breiteten sich aus. Der Lebensraum für diese Spezies war rau, aber vielfältig. Die mächtigen Wälder waren der Lebensraum für Waldelefanten, Dammhirsche, Auerochsen und Wildschweine. In den Grasfluren weideten Pferde, Wisente und Nashörner. Die Jagdbeute der Neandertaler wurde an den Schlachtplätzen verarbeitet und nur ein Teil der zerlegten Tiere zu den Lagerplätzen mitgenommen. Die Lagerplätze befanden sich unter freiem Himmel, in Höhlen oder unter Felsschutzdächern. Hüttenartige Behausungen, teilweise auch aus den Großknochen der Beutetiere errichtet, könnten im Zusammenspiel mit Feuerstellen Schutz gegen das strenge Klima der Kältesteppe geboten haben. Aus Abnutzungsspuren an Knochen kann man auf den Umgang mit Tierhäuten, also auf die Anfertigung von Pelzkleidung schließen, wie man hier sehen kann. Neandertaler ernährten sich fast ausschließlich von Fleisch. Dies wurde aus dem Gehalt an Kollagen und Stickstoffisotopen in Neandertalerknochen geschlossen. Dennoch war der Neandertaler auch ein Sammler. Dies war auch äußerst wichtig, denn nicht immer, wie zum Beispiel im Winter, gab es Wild zu jagen und dann waren Pilze und Beeren eine ideale Nahrung. Bei einigen Neandertalergruppen sind Belege für rituelle Handlungen zu finden. So zum Beispiel für einen Totenkult, der Grabbeigaben und Totenopfer beinhaltete. 1997 wurde in der Osteifel, in einem erloschenen Vulkan, ein etwa 100.000 Jahre altes Schädeldach eines Neandertalers gefunden. Der Rand des Schädeldachs wies Schnittspuren auf. Im Schädeldach lagen drei Werkzeuge aus Feuerstein und Quarz. Vermutlich wurde der Schädel von Fleisch und Haut gereinigt und als kultischer Gegenstand benutzt. Eine an der Loire gefundene 10 cm große Steinmaske gilt als Beleg für Kunst bei den Neandertalern. Das 35.000 Jahre alte Objekt wurde mit einem Knochensplitter verziert und zeigt ein menschliches oder tierisches Antlitz. Neandertaler könnten sich ähnlich lautreich verständigt haben wie heutige Menschen. Diese These erlaubt den Umfang eines Nervs, über den das Gehirn die Zungenmuskulatur steuert und beim modernen Menschen Sprachlaute moduliert. Bei heutigen Menschen ist der Nerv etwa doppelt so groß. Der knochige Kanal, in dem dieser Nerv verläuft, ist bei mehrere Millionen Jahre alten Australopithecus-Fossilien recht klein.
An Neandertalerschädeln fanden Forscher jedoch einen hypoglossalen Kanal, der den gleichen Umfang aufweist wie beim Menschen der Gegenwart. Es lässt sich also zu Recht vermuten, dass sich dieser Neandertalerjunge mit seinem Großvater sprachlich verständigen konnte. Die letzte Eiszeit begann vor etwa 1,6 Millionen Jahren mit dem Beginn des Quartärs. Von Eis bedeckt waren auf der Südhalbkugel Antarktis und Patagonien, auf der Nordhalbkugel Teile Nordamerikas und Sibiriens sowie Nordeuropa, die Arktis und die Alpen. Für letztere lassen sich vier große Eiszeiten unterscheiden, die nach den Nebenflüssen der Donau und Isar als Günz, Mindel, Riss und Würmeiszeit bezeichnet werden. In Norddeutschland wurden die Eiszeiten nach den Flüssen Elbe, Elster, Saale und Weichsel benannt. Obwohl sich die kontinentalen Eismassen vor etwa 10.000 Jahren, also gegen Ende des Pleistozäns, aus Nordamerika und Europa zurückzogen, gehen viele Wissenschaftler davon aus, dass die Eiszeit noch nicht vorüber ist, wir also nur in einer sogenannten Zwischeneiszeit leben. Eiszeiten treten etwa alle 150 Millionen Jahre auf und dauern einige Millionen Jahre. Die Vorfahren oder Verwandten der Menschen, die in jener Zeit lebten, bewohnten meist Höhlen als Schutz vor Wind, Wetter und gefährlichen Tieren. In jenen Höhlen wurden daher auch immer wieder Höhlenzeichnungen entdeckt, die Motive aus dem Leben der damaligen Zeit haben. Oftmals sind hier auch Tiere dargestellt, wie beispielsweise das Mammut. Diese Mammuts haben sich im mittleren Pliozän in Afrika entwickelt und verbreiteten sich von dort aus bis Eurasien und Nordamerika. Dabei spezialisierten sie sich zunehmend auf Grasnahrung und entwickelten Anpassungen an die Kälte. Die ältesten Funde von Mammuts sind etwa 4 Millionen Jahre alt und stammen aus der Landsenke von Afar in Äthiopien. Diese Art überlebte sicher bis vor etwa 3 Millionen Jahren und kurz darauf taucht sein vermutlicher direkter Nachfolger, der Mammutus africanus, in Nordafrika auf. Aus dem Südelefanten entwickelte sich vor etwa 750.000 Jahren das Steppenmammut, das zum Vorfahren des Wollhaarmammuts wurde. Der Säbelzahntiger erreicht je nach Art eine Schulterhöhe von 120 bis 150 Zentimetern sowie ein Gewicht von 60 bis zu 360 Kilogramm. Als größte Art gilt der Smilodon populator. Weibchen blieben kleiner und leichter als Männchen. Das dichte Fell wies eine sandfarbene Grundfärbung auf und zahlreiche bräunliche bis hellbraune Flecken durchzogen das Fell. Der Schwanz war nur wenige Zentimeter lang und hatte demnach den Charakter eines Stummelschwanzes. Die Fangzähne erreichten die beachtliche Länge von bis zu 25 Zentimetern und ragten seitlich aus dem Maul heraus. Zum Beißen waren die Zähne jedoch überhaupt nicht geeignet. Die Fangzähne waren recht empfindlich und konnten bei Kontakt mit Knochen brechen. Die hinteren Extremitäten waren kürzer als die vorderen Beine. Diese waren äußerst kräftig gebaut und dienten mit den scharfen Krallen zum Niederringen von Beutetieren.
Aufgrund dieser Konstellation konnte Smilodon wahrscheinlich nicht sehr schnell laufen. Dies traf vor allem auf die ausgewachsenen Männchen zu. Ein dominantes Männchen beteiligte sich in der Regel nicht an der Jagd seines Rudels. Er beanspruchte einen Teil der Beute, die seine Weibchen erlegt hatten, für sich. Im Bereich des Maules zeigten sich zahlreiche Schnurrhaare, die sogenannten Vibrissen, die der Orientierung dienten. Ein starkes Tier für eine raue Umwelt, wie sie in der Eiszeit nun einmal war. Die Antarktis hat sich in der letzten Eiszeit jeweils langsam erwärmt, wenn es in Grönland kalt war und umgekehrt. Dies zeigen auch neue Eiskernbohrungen. Mit diesem Resultat wird die lange vermutete Verbindung zwischen den Hemisphären über die sogenannte Nord-Süd-Klimaschaukel bestätigt. Während der letzten Eiszeit gab es nun eine Serie von abrupten Temperatursprüngen, wie Eisbohrkerne aus Grönland und der Antarktis belegen. Die Temperaturen änderten sich aber auf der Nord- und Südhalbkugel völlig gegensätzlich. Die Antarktis hat sich in der Zeit vor 55.000 bis 20.000 Jahren jeweils mehrmals erwärmt, während es dagegen in Grönland kalt war. Diese Wechselwirkung kann durch die Wirkung der Ozeanströmungen erklärt werden. Wenn weniger warmes Wasser vom Südozean in den Nordatlantik strömte, war es im Norden kalt. Im Gegensatz dazu begann sich die Antarktis abzukühlen, wenn in Warmphasen im Norden mehr warmes Wasser in den Nordatlantik strömte. Als Ursache für diese sogenannte Nord-Süd-Klimaschaukel wird das mehrfache Abschmelzen von Eisbergen im Nordatlantik vermutet, das die Ozeanzirkulation stört. Durch die Zufuhr großer Schmelzwassermengen verringerte sich der Salzgehalt an der Meeresoberfläche. Das dadurch leichtere Wasser konnte nicht mehr absinken und Platz für das nachströmende warme Golfstromwasser machen, das sich weiter südlich staute. Die Folge: erneute Abkühlung im Norden, Erwärmung im Süden. Diese lange vermutete Verbindung zwischen den Hemisphären über die sogenannte Nord-Süd-Klimaschaukel wurde nun durch die Klimaaufzeichnungen aus Eisbohrkernen bestätigt. Sogar kurze und kleine Temperaturvariationen im Süden waren über Änderungen der Ozeanzirkulation mit raschen Temperaturänderungen der Nordhemisphäre verbunden. Dies hat auch heute noch eine Bedeutung. Das auffälligste Merkmal des Klimas in den letzten 1000 Jahren ist der Temperaturanstieg am Ende des 20. Jahrhunderts, der nach heutiger Auffassung auf anthropogene Treibhausgasemissionen zurückzuführen ist. Von dieser Besonderheit abgesehen, schwanken die globalen Mitteltemperaturen um nicht mehr als 0,5 Grad. Das Jahrtausend beginnt mit einer relativ warmen Klimaepoche, dem sogenannten mittelalterlichen Klimaoptimum. Der Höhepunkt dieser Epoche lag in Island und Nordamerika um 1100, in England um 1200 bis 1300. In einzelnen Regionen wie in England lagen die Temperaturen um 1 bis 1,5 Grad höher als im 20. Jahrhundert, was unter anderem hier den Weinanbau ermöglichte.
Die Besiedelung Islands und Grönlands und die Entdeckung Amerikas durch die Wikinger fielen in diese Zeit. Zwischen 1200 und 1400 verschlechterte sich das Klima rapide. Und nach dieser Klimawende begann die sogenannte Kleine Eiszeit, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts andauerte und danach von der gegenwärtig noch andauernden Erwärmung abgelöst wurde. Ihr Beginn war gekennzeichnet durch intensive Sturmfluten an der Nordseeküste im 14. Jahrhundert, denen Tausende von Menschen zum Opfer fielen und die den Küstenverlauf stark veränderte. Europa war im 14. Jahrhundert von kalten Sommern und Missernten heimgesucht. Und viele Regionen verzeichneten Bevölkerungsrückgänge, die durch die Pest sogar noch übertrafen. Die normannische Besiedlung Grönlands endete mit einer Katastrophe. Die Kleine Eiszeit ist keineswegs einheitlich abgelaufen, sondern zeigt vor allem über den Landgebieten der Nordhalbkugel deutliche Schwankungen. So war das ganze 17. Jahrhundert wahrscheinlich die längste Periode anhaltend kalter Bedingungen während des Jahrtausends. Das kühle 19. Jahrhundert war dagegen mehr in Nordamerika als in Eurasien ausgeprägt. Die wesentlich spärlicheren Daten der Südhalbkugel zeigen keine sichtbaren Schwankungen zwischen den Jahrhunderten, auch wenn ein etwas kühleres 19. Jahrhundert erkennbar ist. Eine global einheitliche Klimaänderung scheint es im letzten Jahrtausend nur in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gegeben zu haben. Soweit dieser kleine Exkurs zur Klimaforschung. Am Anfang haben wir bereits den Fundort des Neandertalers im Neandertal bei Mettmann vorgestellt. Und hier gibt es heute noch eine Menge zu sehen und zu entdecken. So gibt es hier zum Beispiel ein Wildgehege, eine Steinzeitwerkstatt und natürlich das bekannte Neandertal-Museum. Wir haben uns dort einmal ein wenig umgesehen und können dieses Museum für Interessierte nur empfehlen. Im Sommer 1856 fanden Steinbrucharbeiter im Neandertal die Skelettreste eines fossilen Menschen, der das Neandertal weltbekannt machte. An diesem historischen Ort steht heute das Neandertal-Museum. Es erzählt die Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Seit der Eröffnung im Jahre 1996 durch die Stiftung Neandertal Museum fasziniert die Ausstellung ein großes Publikum. Jährlich kommen über 170.000 Besucher. Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? Das sind die zentralen Fragen, die durch das Neandertal-Museum leiten. Die Ausstellung zeigt den langen Weg der Menschheit aus den Savannen in die Großstadt.
Einen Schwerpunkt bilden die Neandertaler, deren lebensechte Figuren auf der Basis von Originalschädelfunden mit wissenschaftlichen Verfahren rekonstruiert wurden. Multimediale Inszenierungen, Hörerlebnisse, aber auch klassische Medien wie Exponate und Lesetexte vermitteln anschaulich die aktuellen Forschungsergebnisse aus Archäologie und Paläontologie. PC-Stationen ermöglichen eine individuelle Vertiefung. Begeistert sind die Besucher auch von den Attraktionen rund um das Museum. In der Steinzeitwerkstatt erlebt man Urgeschichte live. Auf dem Fundort kann man sich der ehemaligen Topographie des Tales nähern. Der Kunstweg Menschenspuren lädt zum Nachdenken über Mensch und Natur ein. Und im Wildgehege leben Auerochsen, Wisente und Wildpferde. Hier ein paar Eindrücke der faszinierenden Ausstellung.
Das war unsere kleine Zeitreise in die Welt der Urmenschen. Die Wissenschaft wird sicherlich noch lange darüber streiten, ob diese Urmenschen nun unsere Vorfahren waren oder eben nicht. Nun gibt es noch ein kleines Neandertal-Quiz, bei dem Sie gerne mitmachen können und Papier und Bleistift brauchen, und dann kann es hier schon losgehen. Zum Schluss gibt es dann noch ein paar nützliche Adressen und Informationen rund um den Neandertaler. Frage 1: Wo wurde der Neandertaler gefunden? Frage 2: Nach wem wurde das Neandertal benannt? Frage 3: Wer gilt als Urheber der Evolutionstheorie? Frage 4: Vor wie viel tausend Jahren verlor sich die Spur der Neandertaler? Frage 5: Woher stammt der Homo habilis? Frage 6: Wie nennt man die Erbinformationen des Lebens?